Er ist ein ganz großer, das zeigt schon der Truck vor der Tür. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Diese wundervolle Stimme. Am Montag erst ist Hermann van Veen 77 Jahre alt geworden. So richtig glauben mag er das selber nicht. Oublier, je me fous du passé. Also in meinem Kopf bin ich 15, 16, nie. Aber wenn ich im Spiegel gucke, dann denke ich, ja, stimmt. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich meinen Vater rasiere. He? So ähnlich ich diesem Mann. Er ist Geiger, er ist Clown, er ist ein großer Entertainer. Und er erzählt aus seinem Leben. Als ich 10 wurde, kriegte ich vom Schulleiter der Montessori-Schule eine Geige. Als ich 60 wurde, ein Buch von meinen Töchtern, älter werden für Anfänger. Wenn ich 80 werde, möchte ich gerne einen Gutschein für ein paar neue Gelenke. 50 Jahre ist es dieses Jahr her, da holte Alfred Biolek ihn das erste Mal nach Deutschland. Hibbe de wiep! Hurra! Es war eine andere Zeit. Als wir hier anfingen, war die Mauer noch da. Und dann gab es diese zwei Länder. Wir haben dann auch viel in DDR gespielt. Meine Aufgabe war, fand ich, ihr habt mich dann auf mich genommen, ein Stein aus dieser Mauer zu singen. Aber ein Holländer weiß, ein Stein aus dem Deich und der Schluss. Und ich fühl die Wärme deiner Hand in unserem kleinen Königreich. Hier unten am Deich. Er werde immer neugieriger, sagt Hermann van Veen. Und auch, dass er sich überhaupt nicht vorstellen kann, aufzuhören. Ich war schon öfter fröhlich, ganz fröhlich, ganz fröhlich. Doch so verblüffend fröhlich war ich bis heute noch nie. La 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 la. Für morgen gibt's noch Karten.